Ich heiße euch willkommen, Freunde, zurück zu dem Ziegensimulator. Ja, Goat Simulator, eines meiner erfolgreichsten Let's Plays, glaube ich, überhaupt, neben dem Surgeon Simulator. Und vor einigen Tagen, ja, es ruckelt ein bisschen im Hintergrund, da ist doch Tatsache ein neuer DLC herausgekommen, und zwar Goat Simulator Payday. Das ist so eine Mischung aus dem Goat Simulator und Payday The Heist. Und ich dachte eigentlich, das wäre wirklich zu Payday eine Erweiterung, aber das ist auch hier eine Erweiterung zu. Und ja, ich habe eben mal ganz kurz reingespielt, es ist sehr verrückt und ich weiß nicht genau, was man da machen kann, aber es gibt auf jeden Fall auch neue Tiere, zum Beispiel kann man einen Flamingo spielen, steuern, wie auch immer. Es gibt Masken, also diese Payday-Masken, die man aufziehen kann, und man kann Leute pranken. Es gibt sehr, sehr coole Sachen, neuen Schauplatz, alles Mögliche. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal blind rein. Und ja, wie viele Folgen es dazu gibt, ich habe keine Ahnung. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ich sehe gerade, das Spiel kann man auch auf Russisch. Das ist gut. Okay. Ich bin wirklich gespannt. Also Leute, ich bin so unglaublich... Oh, Spiel ist abgestürzt. Ha. Ja, ich starte nochmal neu. In der Zeit kann ich ja bestimmt irgendwas erzählen. Die Erweiterung kostet 5 Euro oder 6 Euro bei Steam. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen soll. Gut, Spiel startet schon, das heißt, ich muss gar nicht mehr lange überbrücken von Coffee Stain Studios, ja, das ist der Entwickler. Nein, ohne Scheiß, ey, das Spiel ist wirklich eines meiner erfolgreichsten, oder ich habe da die erfolgreichsten Let's Play-Folgen in meiner gesamten Karriere gemacht, das ist unglaublich. Also, dieses Spiel ist einfach super und ich finde es super geil, dass die Entwickler da immer noch zugange sind. So, man kann nämlich jetzt hier auf Spiel klicken, okay, das ist vollkommen egal. Und dann hier, Goat Payday, wenn man sich halt die Erweiterung bei Steam gekauft hat, dann kann man hier auf Goat Payday klicken und dann auf Spielen. Und dann seht ihr schon, wir haben hier verschiedene Tiere, die dann auch eine Maske anziehen können. Bored of your face, also bist du von deinem Gesicht genervt oder gelangweilt, dann kannst du eine Waffe auswählen. Und ab und zu wird es jetzt hier mal ruckeln, keine Ahnung. Start a prank. Go to a bar machine to get a prank. Okay, also wir können dann mit Tab die einzelnen Tiere, das ist, was ist das, ein Dings da hier, so ein Steinbock, oder? Ist das ein Steinbock? Ja, auf jeden Fall mit Tab können wir die Tiere wechseln. Dann haben wir hier noch natürlich einen Delfin im Rollstuhl. Wer kennt das denn nicht? Der hier in seinem Gehege irgendwie im Zoo hängt. Keine Ahnung, warum das gerade so ist. Dann haben wir hier einen Flamingo. Keine Ahnung, warum das hier so ist. Auf jeden Fall ist der auch in seinem Gehege. Da hinten ist gerade eine Wärterin, die da ihres Weges... ihres Weges geht und einfach mal gestolpert ist. Da sollten wir jetzt gleich mal nach dem Rechten gucken. Und natürlich auch ein... Ist das jetzt ein Kamel oder ein Dromedar? Nee, das ist ein... Also ich würde sagen, das ist ein Kamel. Auf jeden Fall, wir haben ja schon unsere erste Aufgabe bekommen, und zwar sollen wir zu diesem, zu dieser Bar-Maschine gehen. Und das macht... Achso, ja, okay. Hi. Wow. Voll geil hier, so ein kleiner Zoo, oder? Na gut, dann gehen wir jetzt mal hin. Keine Ahnung warum. Das ist, sieht aus wie so ein Geldautomat. Ah, okay, mit R. Okay. Ah, okay, also wir haben hier eine Prank-Map und da können wir dann verschiedene Dinge machen. Also das ist eine Bar-Machine. Hier kannst du die Pranks sehen, die du in der City, also in der Stadt machen kannst. Und du kannst auch außerdem deiner Crew eine Maske auswählen. Also hier sieht man dann, was man in dieser Stadt, die auch komplett neu ist, so machen kann. Zum Beispiel Chocolate Factory, da the classic of all the classics, just do it. Also der Klassiker aller Klassiker, mach es einfach, drill for cheese. Wir können irgendwie hier mit der Polizei Stress haben. Genau, da gibt es zum Beispiel ein riesiges Polizeischild draußen und wir können uns dann mit der Polizei messen. Weil jeder Polizist ist ein Schwein. Jeder einzelne von ihnen. Ja, und hier sieht man halt ganz viele und dann kann man auch die tracken und dann kann man da wahrscheinlich hingeführt werden. Und da sind wir gerade und hinten ist halt dann die Stadt. Und so, das ist unsere Ausrüstung, also unsere Crew. Und da seht ihr schon diese bekannten Dallas Payday-Masken. Sieht sehr nice aus, also gerade das Kamel und der Delfin, aber auch der Steinbock und natürlich der Flamingo, das sieht bei jedem sehr geil aus. Aber andere Ausrüstung haben wir nicht, wir haben auch Geld, 60 US-Dollar. Dann können wir natürlich auch so Hasenmasken nehmen oder was auch immer das ist. Achso, können wir die einzeln auswählen? Geht das? Oder ist das dann für alle? Ich glaube, wir lassen das dann einfach mal. Die müssen wir ja sowieso kaufen. Ah, okay, hier können wir dann sagen, wer... guck mal, hier ist die Ziege. So, ja, perfekt. Dann lassen wir es erstmal so. Das ist sehr gut.
So, wie kann man hier wieder zurück? Hier kann man so zurück. Und dann haben wir das auf jeden Fall mal gesehen. Und ja, die Frage ist, wie kann ich jetzt die anderen? Wir müssen ja die anderen auch noch befreien. Was ist denn das Symbol da jetzt? Mit R können wir dann. Nee. Oh, das war Zeitlupe. Das war Zeitlupe. Hä? Ja. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt auch auf. Ey, wie war denn das noch mit der Maske anziehen? Das war doch irgendein. Das wird das. Na gut, dann wir müssen den. Wo ist denn der? Ach, der Delfin ist hier. Wie kriegen wir den denn da raus? Um Himmels Willen. Hi. Na gut, ich glaube, ich wechsle mal. Und zwar zum. Was? Ja, gut. Ach, der kann fliegen. Ja, klar. Erstmal die Wärterin sofort angreifen. Hi. Ja gut, dann holen wir uns mal. Alter Schwede. Au. Holen wir uns mal einen Prank. So. Hallo. Achso, das war er, genau. Prank. So, was machen wir denn? Wir machen das mal mit der Polizei. Track. Okay. Da, keine Ahnung, da sollen wir jetzt irgendwas machen. Wir gehen mal wieder. Genau, okay, das hat nämlich ein paar Probleme gerade verursacht. Was waren jetzt nochmal die Maske, um Himmels Willen? Steht das denn dann hier irgendwo? Oh, hier gibt es ganz viele. Ah, guck mal, das ist sogar auf Deutsch. Das ist ja schön. Zack. Mhm, Tastenkombination. Aha. Okay, das kenne ich alles, aber ich will das mit den Masken wissen. Ja, langsam bewegen. Ich hab's schon wieder vergessen. Egal. Komm, wir gehen einfach mal. Zack. Ach, guck mal, das kann sogar spucken. Ja, das ist ja geil. Guck mal. Einfach mal die Wärterin anspucken. Es geht nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Dolores Lundberg. Den haben wir gerade angeleckt. Ja, gut. Na komm, wir gehen mal in die Stadt. Können aber auch hier lang gehen. Wo geht's denn hier lang? Was ist das? Hey, was ist das denn? Oh, das Spiel ist einfach so verrückt. Ne, komm, wir gehen jetzt zur Polizei, oder? Das wollten wir. Hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Natürlich, klar, einfach. Ja, deswegen sind ja auch alle total am. Darum ist es auch alles so verrückt hier. Hui. Okay, da hinten ist ein Piratenschiff, scheinbar, was auch immer das ist. Wo ist denn die überhaupt, die Polizei? Und kann man die Karte dann irgendwie aufmachen? Da hinten ist wieder so ein Automat. Okay. Irgendwie seltsam, dass man gar keine Ziege mehr steuert, aber gut. Aber das haben wir ja getrackt, ne? Okay, da, wo schon das? Da ist auf jeden Fall so ein riesiger Donut da drauf. Ein Police-Donut quasi. Der wird man doch finden, oder? Ich hoffe, wir müssen noch weiter in die Stadt hinein. Hi. Das ist so geil. Na, guck mal hier. Ein Polizist. Ein Security-Beamte. Beamter. Goatwood. Ach, guck mal, hier ist auch wieder so einer. So, okay, dann gehen wir jetzt mal nach hier oben. Also das Spiel ist so unglaublich verrückt geworden. Aber ich finde es wirklich geil, dass die Entwickler hier immer wieder was, wow, was Neues machen. Auch wenn es jetzt mittlerweile Geld kostet, aber gut, 6 Euro kann man auch dann mal ausgeben. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ja, das. Hey, wie sollen wir das machen? Wir müssen ja erstmal da hochkommen. Wir könnten natürlich zum. Ach, die sind noch gar nicht alle ausgebrochen. Stimmt, die müssen erstmal alle ausbrechen. So, das hier einfach. Hier kann man raus. Ja. Ja, super. Okay, jetzt sind wir hier auch raus. Jetzt muss der Delfin noch irgendwie rauskommen. Ja, klar. Okay. Na gut, dann fliegen wir jetzt mal rüber. Ah, okay. Das ist ja. Mit einem Flamingo bin ich auch noch nie durch die Stadt gelaufen. Ne? Kann man natürlich mal machen. Also, ja, guck mal, der guckt natürlich ein bisschen blöd. Kann man irgendwas Besonderes machen mit. Nee, der hat auch eine Zunge. Hat ein Flamingo eine Zunge? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall läuft der so, aber der kann nicht spucken. Der hat auch keine Spezialattacke scheinbar. Der kann aber Zeitlupe machen. Guck mal, so zum Beispiel so eine Zeitlupe. Geil. Sehr, sehr nice. It's Payday! Achso, mit G haben wir jetzt die Maske angepasst.
Kann man natürlich auch mal so ein bisschen ranzoomen, ne? Wer kennt das nicht, ne? Ein Flamingo mit einer Payday-Maske sieht gut aus. Was ist das denn gewesen? Oh Mann, Leute, ey. Leute. Ich finde das immer schön, mal so als Abwechslung. Mal so ein total absurdes Spiel spielen. Na guck mal, da steht ein Kamel. Das sind wir. Ja, ich dachte eigentlich, wir kämen hier irgendwie dann da hoch, aber wie sollen wir das denn machen? Wir müssen irgendwie... Oh, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Hi. Was habe ich gemacht? Ich kann... Nee. Ich kann Auto fahren. Mit einem Flamingo. Ey, das ist ja... Alter, ist ja geil als GTA. Nee, guck mal hier, wie geil. Ah, scheiße. Guck mal, wie der Flamingo da immer so rausguckt mit seiner Maske und seinem langen Hals. Ja, super. Sehr geil, sehr geil. Ah, scheiße, die Wand dann. Guck mal, da hinten ist sogar ein Kids-Burger. So, ja, genau, einfach mal. Hä? Hä, warum sind die da? So, was ist denn jetzt hier los? Hey! Hier sind wir im Gefängnis. Krass. Krass eigentlich, oder? Das mal als Flamingo mit so einer Maske hier in einem Gefängnis in der Stadt. Kann man hier... Ich will hier irgendwo rein. Ach guck mal, irgendwas liegt da hinten. 1 von 20 von... was war das? Ich weiß es nicht. Hi. Aber wie kriegen wir das denn kaputt? Hä? Was ist das denn? Jetzt steh wieder auf, bitte. Kann man... Also das ist aber eine Lampe. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Also, der kann ja nicht wirklich sehr hoch fliegen. Ich weiß auch nicht, was die Polizei da draußen gerade macht. Ja, scheiße. Jetzt sind wir hier. Komm, wir gehen wieder zum Kamel. Aber ich weiß nicht, wie ich den Donut kaputt mache. Also, wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, die ihr schon mal gespielt habt, weiß ich nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich wollte wirklich auch die erste Folge, ich habe mir jetzt noch nicht groß was angeguckt, ich wollte einfach nur mal gucken, was das überhaupt hier ist und ob es eine neue Welt ist und so. Ich weiß noch nicht, was macht ihr denn hier? Wow, wow, guck mal hier. Sag mal. Ja, ja, genau. Hey, Loot. Irgendwas ist explodiert, der Polizist liegt da tot auf dem Boden. Ja, Mist. Man kann an der Wand hochlaufen, das kenne ich noch. Ich bin ja ein Goat-Profi. Ah, scheiße, ich komme hier nicht hoch. Und wenn ich hier von dem Gebäude einfach mal springe, das. Aber da muss ich auch erstmal hochkommen. Gibt es hier keinen Aufzug? Oh, es gibt hier bestimmt voll viele Tricks, ey. Obwohl ich eigentlich voll der Insider bin in diesem Spiel, da habe ich keine Ahnung, wie das geht. Oh, guck mal, eine Katze. Oh. Entschuldigung, es tut mir leid. Guck mal, hier gibt es Grills. Oh, jetzt. Hey, jetzt brenne ich? Wow, ich hänge an den Polizisten. Nein! Hey, ich bin wieder. So, okay. Gut, alles gut. Alles gut. Oh, gut. Oh, hier ist auch eine Katze. Ups. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wie soll ich denn diese Kacke da kaputt machen? Ich glaube, ich gehe einfach mal. Wow. Komm, ich such mal erstmal was anderes. Und zwar. Was sollen wir denn. Nee, was. Ah, was so? Cops and. Nee, ich. Wo ist denn das noch? Katastrophe? Also, die Bewohner dieser Stadt sind ein bisschen zu glücklich geworden. They need to knock down a pack. Make an example of a cop or two and freak people out. Das ist. Thai Cops? Ey, wo ist denn der Ballon? Wo ist der? Wird das denn irgendwo angezeigt? Die Map ist schon recht groß, oder? These guys need a boombox. Ich würde mal sagen, der ist irgendwo hier, oder? Oder ist der weiter unten? Ich muss wirklich erstmal einen Überblick hier verschaffen. Ich glaube, ich werde, ich hätte mir die Map erstmal angucken sollen. Hier ist ein...
Mahatma Gambling statt Mahatma Gandhi. Auch gut. Finde ich gut. Muss man auch erstmal drauf kommen. Also so ein Casino-Gedöns, oder? Aber wo? Um Himmels Willen ist denn der Ballon? Guck mal, die demonstrieren hier. Nein! Ah. Kann man ja immer noch gucken. Nein, nein, lass den. Bitte, ich will den mitnehmen. Das ist meiner. Lecken Kopf. Ja, schön. Das ist alles so. Und egal, was du hier machst, ne? Egal, was du siehst. Jede Ecke ist so unglaublich absurd und verrückt hier in diesem Spiel. Wow, was ist mit dem Auto los? Guck mal hier. Ey, mit dem Auto könnten wir hier eigentlich. Das müssen wir gleich noch machen. Hat einer den Ballon gesehen? Ich will ja schon eigentlich mal was schaffen. Aber irgendwie werde ich ja dauernd abgelenkt. Könnte da hinten vielleicht ein Ballon sein. Da ist ein Zug. Okay, eine Tankstelle. Aber kein. Hier ist kein Ballon, was ist das da oben? Hier ist sogar ein Rennen. Alter Leute, hier ist so unglaublich viel. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Hallo, können. Hä? Sag mal, ist euch mal aufgefallen? Was ist denn? Hä, was ist denn mit dem Buckel da oben? Mit dem Kamel? Ah, scheiße, ey. Oh Gott. Aber die Autos sind schon nahe. Nein. Jetzt, ich hab's gerade angemacht. So, steh mal bitte wieder auf. Jetzt aber die richtige Taste. Jawohl. Okay, das sieht auch vollkommen normal aus, wie das Kamel hier drin sitzt. Oh, wir haben sogar Nitro. Nice. Boah, ist die Steuerung geil. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, oder? Vor allem mit dem Hals. Hä? Ach, dahin? Hä? Sind wir... Ja, natürlich. Ja, ist klar. Alles klar. Ja, ich hab's. Hä? So müssen wir jetzt fahren? Ja. Scheiße, nein, ich bin ins Gefängnis. Ausgelassen. Ey, das ist gut. Oh, ging ihr Donut? Jawoll! Da hab ich's geschafft. Hab ich kaputt gemacht. Hab ich die Mission geschafft, ne? Boah, ist das verrückt. Ist das verrückt. Hallo. Ah, scheiße. Ich bin... So, dann gehen wir hier auch nochmal rein. Boah, in so einem Fastfood-Laden. Mit, sag mal, irgendwie... Was ist denn mit uns los hier? Ja, Leute, ich glaube, ich mache hier mal eine kurze... Ich werde mal eine kurze Pause machen. Ich werde sonst selber noch total verrückt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Spiel haltet. Und wenn ihr noch eine Folge wollt, ja, schreibt mal, keine Ahnung, Hashtag Bäh oder so in die Kommentare. Oder schreibt halt, dass ihr gerne noch eine Folge wollt. Also ihr seht, hier kann man sehr viel machen. Es ist aber absolut verrückt. Und wir können natürlich auch gerne mal mit dem Delfin, mit der langen Zunge, der im Rollstuhl sitzt, spielen. Das ist vollkommen im Rahmen des Möglichen. Ihr müsst es einfach nur schreiben. Und ja, wenn euch das Projekt und diese Folge gefallen hat, vielleicht noch einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns vielleicht später wieder oder morgen bei Goat Simulator Payday. Was auch sonst.